Im Zuge ausstehender Betriebskostenzahlungen im Südpark hat die Linke in Halle eine Enteignung des zuständigen Vermieters Bellwona gefordert. Man fordere das Unternehmen auf, seinen Verpflichtungen nachzukommen, heißt es auf der Facebook-Seite der Stadtratsfraktion. Unternehmen, die ihre Mieter im Stich ließen, müssten enteignet werden, heißt es weiterhin. Die Probleme mit Bellwona seien nicht temporär und auch aus anderen Standorten bekannt. Vor wenigen Tagen drohte hunderten Mietern im Südpark die Abstellung der Warmwasserversorgung, weil Betriebskosten nicht an die Stadtwerke überwiesen wurden. Aktuell sollen Firmen die Reparatur einer Abwasserleitung ablehnen, weil der Vermieter offene Rechnungen nicht bezahlt.